Der folgende Clip wird Ihnen präsentiert von No Basics Modefabrik, Ihr Fashion-Partner in Selb. Auch dieses Jahr begingen die Selber das traditionelle Meilerfest. Ich bin schon seit 10 Uhr hier, als sie den Meiler angezündet haben. Die Leute geben sich hier unheimlich viel Mühe, sowohl vom Catering als auch die Köhler hier selbst, die uns ja da wirklich etwas Geschichtliches zeigen. Also ich finde es super, dass es so einen Verein gibt bei uns hier in Selb. Das Egertal war ja das kleine Ruhrgebiet des Markgrafen für die Eisenverhüttung. Und da wurde eben Teert für die Wagenschmiede und Holzkohle für die Eisenverhüttung gebraucht. Und unser Verein hat sich als Vereinsziel auf die Fahne geschrieben, diese alten Handwerke hier wieder aufleben zu lassen und zu zeigen. Mehr als 300 Stunden ehrenamtliche Arbeit von knapp 30 vor allem jungen Helfern braucht es, um die Meilerwoche, die schon seit 1995 jedes Jahr stattfindet, zu organisieren und die Meiler aufzubauen. Im Frühling diesen Jahres ist die Darstellung der Köhlerei sogar von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt worden. Die Kunst ist es dann, den Meiler, der mit Lösch abgedeckt ist, das ist feiner Kohlenstaub, der hervorragend abdichtet. Und dann wird über die Luftsteuerung ganz langsam die Glut nach unten gezogen, weil er darf ja nur schwelen, nicht brennen, sodass eben Wasser verdampft wird, Terpentin verdampft, das Holzgas verdampft und 99%ig reiner Kohlenstoff eigentlich übrig bleibt. Eine ganze Woche lang wurde man mit fränkischen Spezialitäten verwöhnt. Von sauren Zipfeln bis zur Köhlersuppe war alles dabei, was das Frankenherz höher schlagen lässt. Ein Jahr mussten wir warten, aber vom 5. bis 8. Juni hieß es wieder Kirber in Oberweisenbach. Auch dieses Jahr hat die Freiwillige Feuerwehr Oberweisenbach ein buntes Programm zusammengestellt. Im Festzelt mit Ausschank und Bewirtung wurde wieder einiges geboten. Am Freitag startete die Kirber mit Dirndl-Dancing und einem DJ der Franken House Mafia. Der Kleintierzuchtverein Sepp Lösberg veranstaltete dieses Wochenende die 4. Rasse-Meerschweinchentischschau in Oberfranken. Dort gab es natürlich nicht nur Getränke und Verpflegung, sondern eine Richtschau der Meerschweinchen und umfangreiche Informationen über die kleinen Tierchen und ihre Haltung. Das ist ein Angebot vor allem für Kinder, sich mal unglaublich verschiedene Meerschweinchenrassen anzuschauen und die Tiere anzuschauen, wie die hier sehr artgerecht auch gehalten werden in offenen Käfig, nicht in geschlossenen Boxen. Außerdem konnte man einige der Meerschweinchen auch vor Ort erwerben und mit nach Hause nehmen. Und zwar ist es auf einen Münsterurlaub von mir und meiner Familie gewachsen. Und da waren wir bei einer befreundeten Züchterin eingeladen. Die hat eben zur Veranstaltung auf die Beine gestellt. Und wie wir heimgefahren sind, sage ich zu meinem Mann, sowas können wir in Oberfranken hoffentlich auch. Naja, und dann ging das so alles an Gang. Und im April 2012 haben wir uns dann gegründet. Und im Juni hatten wir die erste Ausstellung. Aber genug von uns. Jetzt lassen wir die Stars der Show einmal selbst zu Wort kommen. Und da draußen los? Mal nachschauen. Das ist ja das Fernsehen. Ja, da schau her. Sauber. Was? Das Fernsehen ist ja schon da, aber ich bin ja noch gar nicht sauber. Hauptsache. Es ist immer genug zum Futtern da. Bereit machen zum Beamen. Was? Beamen? Mensch, mein Mo ist bloß am Essen. Vitamine. Servus, bis nächstes Jahr.